Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, soll heute wieder sehr heiß werden, deswegen mal ein anderes Outfit. Das Rezept von heute haben wir schon gestern gemacht, nämlich den Italo-Burger. Den zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Für unsere Burger brauchen wir folgende Zutaten. Wir haben hier Rinderhack, was wir mit einem Burgersalz gewürzt haben, und daraus haben wir Burger-Patties geformt. Wir brauchen etwas Feldsalat, ein paar Kapern, ungefähr so 2 Teelöffel. Ich denke, ich werde nur den Saft von den Kapern nehmen, weil Helmut keine Kapern mag. Wir brauchen 100 Gramm Mayonnaise. Wir brauchen 50 Gramm Thunfisch aus der Dose, der ist im eigenen Saft. Eine Knoblauchzehe, ein Esslöffel Zitronensaft, getrocknete Tomaten in Öl. Die Burgerbrötchen, selbst gebacken, wie ihr seht. Und wir brauchen noch 6 Esslöffel Olivenöl. Ja, überschaubar, unsere Zutaten. In einem Rührgefäß sind nun 6 Esslöffel Olivenöl gelandet, 100 Gramm Mayonnaise, die 50 Gramm Thunfisch, der Zitronensaft, die Knoblauchzehe, die fein gehackte und wie ihr seht auch ein paar Kapern. Aber pscht, die werde ich jetzt pürieren und ich hoffe, man sieht sie dann nicht mehr. Wie ihr seht, es ist alles fein püriert. Man sieht auch keine Kaper mehr. Ich werde jetzt einmal geschmacklich testen, ob noch was reingehört. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Geschmacklich ist es abgerundet. Ich hatte etwas von dem Kapernsaft mit reingetan. Für mich braucht da nichts weiter rein. Dann geht es jetzt weiter mit den Burgern. So, und ich darf nun unsere Italo-Burger zusammenbauen. Als unterste Schicht kommt die Thunfisch-Mayo drauf. Dann etwas von dem Feldsalat. Feldsalat, genau. Dann unser Burger-Patty, ne? Ja, der sieht ja richtig lecker aus. Dann mache ich noch mal ein bisschen Thunfischcreme drauf. Mhm. Dann kommen unsere getrockneten Tomaten drauf. Nur 2 können wir, ne? Jo. Und eine nehmen wir noch. So. Und dann kommt der Deckel drauf. Wupp. Jo. Und so mache ich mit dem zweiten dann weiter. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne machen, nachmachen. Wir essen jetzt gleich. Genau. Zeigen euch die Tellerbilder. Ha. So. Jetzt ist er fertig. Jetzt ist er fertig. Na, er muss schon richtig machen. Hier, da, das Schild musst du machen. Moment. Genau. Genau so. Und ich mache weiter hier. So. Wir sehen uns beim Tellerbild wieder. Bis denn. Ja, Freunde, und was gehört zu einem Italo-Burger dazu? Natürlich ein kühles Birra Moretti. Prost! Ja, Freunde, kurzes Fazit: ein wirklich leckerer Burger, vor allem die Thunfischsoße, angelehnt so ein bisschen an Vitello Tonnato, solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Eine ganz leckere Sache. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Über ein Abo könnt ihr immer unten rechts machen, würden wir uns natürlich sehr freuen. Noch mehr freuen würden wir uns,
wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Jetzt habt noch einen schönen Sonntag. Bis denne. Ciao. Kühnes Kochkanal.